Was so jetzt in unserem Businessplan längerfristig zu sehen ist, ist eine Schaffung von knapp 200 Arbeitsplätzen, ist eine 100% Tochter von Airbus. Also alles unter dem Airbus-Mantel, in dem wir uns hier bewegen. So, heute großer Tag hier in der BTU. AppWorks hat eine Kooperation unterschrieben, aber Sie haben heute schon davon gesprochen, es ist viel mehr als einfach nur eine Unterschrift. Können Sie erstmal sich und das Unternehmen vielleicht auch vorstellen und was hier passiert? Ja. Also mein Name ist Joachim Zettler. Ich bin der Geschäftsführer der AppWorks. Wir sind eine 100% Tochter der Premium AeroTech und die Premium AeroTech wiederum ist eine 100% Tochter von Airbus. Also alles unter dem Airbus-Mantel, in dem wir uns hier bewegen. Wir fokussieren uns als AppWorks darauf, Kunden weltweit die komplette Wertschöpfungskette der additiven Fertigung zu ermöglichen. Das heißt, wir designen Bauteile, wir stellen Bauteile in einem Produktionsszenario her für Kunden weltweit. Luftfahrt, Automotive, Robotik, was auch immer es so gibt, wo die Technik eben Sinn macht. Was wird jetzt hier passieren in Cottbus? Also wenn Sie solche Bauteile für Kunden herstellen, dann geht das immer oder geht es nie ohne Entwicklung. Das heißt, Sie entwickeln wirklich diese Anwendungen und um das zu entwickeln, brauchen Sie im Idealfall Equipment, um die komplette Wertschöpfungskette in jedem Schritt abbilden zu können, dort auch forschen zu können, weil teilweise ist das noch eine sehr junge Technik, da ist noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf. Das heißt, das wird hier an der BTU definitiv zusammen mit der BTU gemacht werden. Aber das ist für uns nur der erste Schritt. Das heißt, wenn die Anwendungen dann entwickelt sind, werden wir hier in Cottbus, der Standort wird noch genauer bestimmt, auch in Serie dann diese Bauteile produzieren und von hier ausliefern. Ich glaube, Sie sind mit Sitz in München unterwegs, nicht? Wie kam es jetzt wirklich, dass Sie gesagt haben, ja, Brandenburg und speziell Cottbus? Da dürfen Sie Ihrem lieben Herrn Professor Bambach danken, hier von der BTU. Ich muss sagen, wir haben das öfters mal diskutiert, was notwendig wäre, dass es für die Industrie halt sehr attraktiv wird, wenn man die komplette Wertschöpfungskette eben abbilden könnte. Mir ist kein anderer Standort in Deutschland bekannt, weder in Bayern noch sonst wo, wo sie das heute könnten. Und das ist jetzt hier machbar. Das heißt wirklich jeder einzelne Schritt der Wertschöpfungskette. Sie müssen nicht mehr mit 5 Partnern arbeiten, ein Partner, voller Fokus auf diesen Partner und die Entwicklungszyklen sind einfach deutlich zu reduzieren damit. Wirtschaftliche Aspekte, sowas wie Fachkräftemangel in Ihrer Region, in unserer Region, spielt das eine Rolle? Ja, das spielt eine sehr große Rolle. Weder hier, aber muss man auch sagen, weder hier noch in Bayern werden Sie diese Fachkräfte bekommen, die wir brauchen. Das heißt, das ist natürlich auch mit der BTU sehr, sehr interessant, weil wir über die BTU hoffentlich schon in einer sehr frühen Phase Studenten in einem Entwicklungsszenario mit uns zusammen und der BTU hier ranführen können und uns damit das sehr, sehr speziell auf diese Technologie, diese Leute ausbilden können. Und das ist natürlich hervorragend. Um das Ganze nochmal wirklich greifbar zu machen für den Laien, was wird hier jetzt konkret entstehen? Sie haben heute von Pulver gesprochen bis zum Endprodukt oder Prototypen. Also was die BTU jetzt ganz konkret macht, ich denke, da wird sie sich noch dazu äußern. Sie wird sicherlich, wenn sie forschungstechnisch in jedem dieser Themen aktiv sein will, braucht sie Equipment für jedes dieser Themen. Von eigenen Druckern, eigene Verdüsungskapazität, eigene CT-Anlagen, Pulveranalyse-Themen, alles, was man da halt so braucht. Wir im Umkehrschluss werden wirklich Hardware hierher bringen, um produzieren zu können. Und natürlich auch Leute, also Manpower und Hardware wird von uns kommen. Und das auch sehr, sehr schnell. Aber Kern liegt auch so in der Luftfahrt. Ja? Kann man sich vorstellen, dass sie wirklich Teile auch so testen und produzieren für die Luftfahrt, also Flügelteile oder so? Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall unser Fokus, dass wir eben auch Teile für die Luftfahrt herstellen. Wenn Sie hier etwas herstellen, wir sind ja jetzt gerade dabei, diese Betriebsstätte hier auch final aufzusetzen, dann müssen Sie immer bedenken, Sie brauchen für so eine Betriebsstätte, die für die Luftfahrt liefert, spezielle Zertifizierungsfreigaben. Die müssen wir natürlich jetzt über die Monate erstmal bekommen, um dann von hier auch tatsächlich produzieren zu können. Also Sie können jetzt nicht einfach hier was drucken und ausliefern. Das würde noch nicht so einfach gehen. Aber das ist der Plan. Zum Abschluss natürlich so ein bisschen Rahmen abspecken. Wann geht es jetzt hier los, sage ich mal? Und ja, gibt es so eine Mitarbeiterstruktur, die man da mitbringt, eine bestimmte Größe? Also für dieses Jahr, was wir so planen, sind 5 bis maximal 10 Leute für dieses Vorserien-Setup. Das wird dann in einem Serien-Setup. Das Schöne ist auf der einen Seite in der additiven Fertigung, sie läuft fast mannlos, zumindest für die Hardware. Aber wenn Sie dann tiefer reinschauen, brauchen Sie extrem viel Manpower, um die ganzen Post-Processing-Schritte abzubilden. Das heißt, was so jetzt in unserem Businessplan längerfristig zu sehen ist, ist eine Schaffung von knapp 200 Arbeitsplätzen, die jetzt aber nicht nur bei uns in dem Seriencenter hier zu finden sind, sondern vielmehr auch in der näheren Region hier, weil wir ja sehr, sehr viele Supplier auch brauchen, die uns gerade in der Zerspanung oder in klassischen Industrien, die hier auch sehr, sehr gut vertreten sind, unterstützen können.